Moin, hier ist Markus Hövener mit SearchCamp, den Online-Marketing-Podcast. Mein Thema heute ist der SEO-Conference-Preview, denn uns steht wieder ein SEO-Herbst bevor. Im November stehen zwei wichtige Konferenzen an, eine davon der SEO-Day in Köln. Mit dem Veranstalter Fabian Rosbacher spreche ich gleich nach der Musik. Ihr hört SearchCamp, den Online-Marketing-Podcast. Mit Markus Hövener. Immer das Neueste rund um SEO, SEA und Co. Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben. Ich habe jetzt wie versprochen den Fabian Rosbacher in der Leitung. Wir wollen über den SEO Day sprechen und noch ein paar andere spannende Facts. Für alle, die Fabian nicht kennen, und es werden nicht viele sein, trotzdem stell dich mal kurz vor. Fabian Rosbacher, 35, Performance Manager. Okay. Das war wirklich sehr kurz. Ja, also wir haben uns ja eigentlich heute zusammengefunden, um über den SEO Day zu sprechen. Wir driften da gleich noch ein bisschen ab, weil ich glaube, du bist bestrebt, die Location, die Konferenz immer weiter auszubauen. Aber erstmal die harten Fakten: SEO Day am 8. November, stimmt, ne? Korrekt. Location ist das Rhein-Energiestadion. Ja, wir haben noch nicht unterschrieben, aber sehr wahrscheinlich. Okay. Genau, und drei Tracks habe ich gelesen: E-Commerce, On-Site, Off-Site und SEO-Coding. Da halten wir uns an die guten Sachen von letztem Jahr. Okay. Anzahl der Tickets? Ja, letztes Jahr waren es 900 und das war absolut Ultimo. Hm. Das ist auch dieses Jahr wieder das Ultimo und es sieht gerade knapp aus. Okay. Ja, also so von den Räumen her ist es ja dann schon irgendwo, an manchen Stellen ist es ja schon etwas voll, das muss man wohl zugeben. Das ist genau die Kritik, ja. Und da könntest du jetzt auch nicht noch irgendwie einen vierten Track irgendwie in einem vierten Raum dazu nehmen, das geht einfach nicht, ne? Nee, leider nicht. Das Problem ist ja auch gar nicht die Größe der Vorträge, da könnte man bestimmt auf der anderen Etage was machen. Es geht ja auch um das Essen und das ist da einfach, da ist Schluss. Also da geht nicht mehr. Ja. Ja, gut. Also, vielleicht vorab so, wir haben jetzt über den 8. November gesprochen, das reicht ja schon lange nicht mehr. Schon seit Jahren gibt es den Expert Day am Tag davor, also dieses Jahr auch am 7. November. In diesem Jahr ist der Expert Day aber noch ein bisschen anders. Erzähl mal. Also die letzten Jahre. Und das, also der gesamte SEO Day und auch die anderen Konferenzen sind eigentlich immer geprägt durch das, was ich selber so tue. Also wir sind ja keine Event Company, die jetzt im Jahr 30 oder 40 Events macht und davon lebt. Wir betreiben ja eigentlich ein digitales Business. Das heißt, wir haben jede Menge Websites, Vergleichsseiten, Affiliate-Seiten und verkaufen E-Books und haben halt auch einen Online-Shop. Und alles, was mich so berührt im ganzen Jahr, also Stichwort Traffic, Stichwort Umsatz, Stichwort Reporting, Stichwort Steuer, Stichwort Technik. Das sind alles Dinge, wo ich mit Menschen drüber rede. Und da komme ich mit Menschen ins Gespräch und so entstehen eigentlich die Themen für die Konferenz. Und wenn mich Leute anrufen und sagen, ich habe was Cooles, dann höre ich mir das an. Und aber eigentlich auch nur, wenn mich das interessiert. Und das ist so der Schlüssel, glaube ich auch, warum die Inhalte bei uns immer ganz gut sind. Weil es alles Inhalte sind, die ich mir gerne anhöre und eben kein Gremium oder irgendwelche Buddies entscheiden lasse. Das muss also über meinen Tisch und ja, das ist so der Hintergrund. Aber jetzt heißt der Expert Day ja nicht mehr Expert Day, sondern? Ach so, ja, wir haben jetzt dieses Jahr Expert Day / PPC Day getauft. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich mit dem Kind PPC Day mache. Generell habe ich festgestellt, dass das PPC-Thema immer noch nicht voll entwickelt ist, vor allem nicht bei uns im Kölner Raum. Das heißt, da ist noch jede Menge Luft für Know-how-Transfer, für Konfi und so weiter. Und wir hatten aus den letzten Jahren im Expert Day immer sehr viel PPC, also gerade viel Facebook-PPC in den letzten zwei Jahren. Und auch immer wieder knackige AdWords-Themen neben den E-Mail-Marketing-Themen und dem generell Geldverdienen-Themen. Und deswegen habe ich mir dieses Jahr überlegt, okay, wir machen den Expert Day mal ein bisschen größer. Deswegen sind da auch immer noch Tickets für zu haben und kombinieren das Ganze nochmal mit einer ganzen härteren Spur PPC. Also das Level bleibt. Es bleibt hardcore und ganz deep. Also so deep, wie ich die Leute bekommen kann. Und der Schwerpunkt neben E-Mail-Marketing und neben generell so technischen SEO-Themen ist aber auch ganz klar das Thema PPC. Also
Facebook PPC ist wieder ein Riesenthema, AdWords war wieder ein Riesenthema. Und da haben wir ja in den letzten 12 Monaten viele neue spannende Dinge wie Messenger, und Facebook hat viele Erweiterungen gemacht, Insta und so weiter. Also das sind die Themen, die ich da auf diesen Tag dann reinhole. Format bleibt, 15 Minuten und so weiter, also wie die Leute das so kennen aus den letzten Jahren. Und der 7. November reicht dir immer noch nicht, weil du hast jetzt auch noch ein neues Baby am 6. November, also quasi 3 Tage am Stück. Ja, also mir würde das sehr gut reichen. Ich hatte auch dieses Jahr eigentlich gar nicht vor, einen Privacy Day zu machen. Am Privacy Day ist der Alexander von Piwik schuld, weil er mir die Laus aufs Ohr gesetzt hat, als wir im März zusammengesessen haben beim Mittagessen. Und jetzt der Messenger Marketing Konferenz, die Messenger Marketing Konferenz, die Laus hat mir da Martin Sinner ausgesetzt. Und dem konnte ich mich dann auch nicht verwehren. Und so ist das Ganze dann entstanden. Also mir würde es schon reichen, wenn die Leute mich nicht dauernd hier belagern würden für sowas. Okay. Spaß beiseite, ja, ich freu mich natürlich drüber. Ne? Also das sind ja schöne Sachen, tolle Sachen. Ja, klar. So ein Joint Venture mit jemandem macht Sinn, weil ich schaffe das nicht mehr alles zeitlich. Den Privacy Day hat ja auch der Alexander von den Speakern her besorgt und jetzt beim Messenger Day macht das der Martin. Ja. Ich packe die Links dazu natürlich alle in die Shownotes rein. Also wenn ihr auf www.messenger-marketing-conference.com geht, dann könnt ihr euch dafür natürlich anmelden und euch da einen ganzen Tag lang die Dröhnung zum Thema geben. Ja, lass uns trotzdem über das Brot- und Butter-Ding sprechen, der SEO Day. Mhm. Auf der Website ist ehrlich gesagt noch nicht so viel Timetable zu finden. Was ist da los? Also 3 Tracks haben wir schon gesagt, E-Commerce, On-Site, Off-Site und SEO-Coding, das steht fest. Ansonsten an Speaker noch gar nicht so viele. Also ich habe mir dieses Jahr mal so, ist richtig, ich habe mir dieses Jahr mal den Luxus gegönnt, noch zu warten, denn erfahrungsgemäß ist es immer so, dass zum Ende hin sich noch sehr, sehr spannende Speaker bei mir melden, die dann da so in der letzten Runde Wind von bekommen. Und ich bin auch noch an ein paar richtig guten Jungs dran, an denen ich echt lange am Wühlen bin, die sich immer zieren und nicht auf die Bühne wollen, aber meiner Meinung nach die besten Inhalte haben, die man so da draußen bekommen kann. Und dann habe ich so ein bisschen auf meine Ticket-Sales geschaut, habe gesehen, sind ja schon fast die Hälfte der Tickets alle weg. Das ist um diese Zeit ist das, hat man noch nie so viel verkauft wie jetzt. Das heißt, es ist entspannt vom Sale her. Und deswegen gönne ich mir den Luxus und ich glaube auch, dass mittlerweile also den Luxus zu warten. Und ich glaube auch, dass die Leute mittlerweile dem Format vertrauen, mir vertrauen und wissen, dass sie da auch nicht enttäuscht werden. Ich denke, ich werde so in den nächsten Wochen schon so 80%, 90% der Timetable fertigstellen und dann auch wirklich bis kurz vor Schluss 10% offen lassen, damit ich eben so die Last-Minute-Jungs dann noch bekommen kann, weil erfahrungsgemäß klopfen dann immer so ein paar richtig gute Jungs an. Zum Beispiel aus Hamburg, ne? Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber derjenige, der weiß, wenn er das jetzt hört, der weiß das ganz genau. Nämlich letztes Jahr versprochen, auf dem Expert Day 2018 was vorzustellen, wenn er auf den Expert Day 2017 darf. Und das habe ich ihm jetzt letztes Jahr dann erlaubt. Und kurz vor Schluss melden sich dann immer Leute, wenn eigentlich schon die Tickets ausverkauft sind oder sehr teuer sind, ob sie da nicht noch kommen können oder ein Early Bird bekommen können. Und die Karte spiele ich dieses Jahr und mal gucken, wen ich da so noch Last Minute dann da bekomme. Jetzt hast du gerade 3-mal das Wort Jungs erwähnt. Da weiß ich natürlich schon, dass sich irgendjemand bei mir beschweren wird, weil das kommt irgendwie so sicher wie das Amen in der Kirche. Vielleicht trotzdem hier an der Stelle ganz kurz. Ist natürlich ein übliches Thema, Männer und Frauen auf Konferenzen und dass fast nur Männer vorne stehen. Tust du aktiv was dafür, dass mehr Frauen da vorne stehen oder bewerben sich einfach zu wenige bei dir? Also ich habe diese Diskussion da jetzt neulich ja auch auf Facebook wieder mitbekommen vor ein paar Wochen. Ja. Mhm. Also ich kann allen Damen, die da irgendwie rumdiskutieren, echt nur einen Tipp geben für sich persönlich und ihr Business. Lasst das und schreibt einfach die Konferenzveranstalter an. Also die Jungs machen das nicht anders, ne? Also es bringt ziemlich wenig, irgendwo rumzumotzen und irgendwie zu sagen, es sind zu wenig Frauen, wenn ihr speaken wollt. Und ich spüre ja, dass da sowas dann irgendwie da hervorgeht. Dann spreche die Leute einfach an. Und da
habt ihr genau die gleichen Chancen wie die Männer auch. Ich habe zum Beispiel jetzt letzten Freitag die Gianna in einem Vortrag mir angeschaut beim SEO-Stammtisch. Super gut, super gute Speakerin. Hab ihr direkt das Go gegeben. Im November ist sie mit dabei. Und Männer haben genau die gleichen Chancen wie Frauen. Ganz im Gegenteil, ich finde Frauen sogar noch charmanter auf der Bühne, weil sie nochmal eine ganz andere Art haben und vom Know-how genauso gut sein können wie Männer. Also ich lasse diese Diskussion gar nicht gelten. Wenn man jetzt mal überlegen würde, wenn jetzt ein Mann so eine Diskussion irgendwie aufmachen würde in einem anderen Kontext, würden ihn ja auch alle ja, mit dem Schmunzeln irgendwie abwinken. Mhm. Genauso sehe ich das jetzt auch hier. Wenn ihr speaken wollt, schreibt ihr mir eine Mail, überzeugt ihr mich mit einem schönen Thema und es gibt für Männer und für Frauen keine Vor- und Nachteile. Also das ist absoluter Quatsch. Von der Quote hältst du wahrscheinlich auch nichts, ne? Ach, du meinst, dass man jetzt Frauen einen Vorteil gibt, um eine Quote zu halten? Oder ja, dass man irgendwie sagt, 30% oder 50% müssen Frauen sein, um alles gleichmäßig zu verteilen? Na, warum? Warum? Nee, ich frage nur. Ach so, von der Quote, was ich von halte. Ich lese ja auch diese ganzen Diskussionen auf Facebook und in einer war ich in diesem Jahr auch sehr involviert. Deswegen, das Thema finde ich total spannend. Du musstest es jetzt anschneiden, jetzt gibt es wieder Ärger. Nee, aber es gibt ja zum Beispiel im nächsten Jahr gibt es in Köln auch eine Konferenz, wo nur Frauen zugelassen sind. Ja, klar, von Fairrank, die Konferenz. Ja, genau. Kenne ich ja seit der ersten Sekunde. Ich habe dem Team ja sehr geholfen dabei, das alles aufzusetzen. Und ich finde das charmant, was der Sönke und die Julia da jetzt gerade machen. Hab auch viel Erfolg gewünscht und drücke auch die Daumen, weil ich sie mag und dass ihr Kölscher Knüngel ist. Ich persönlich halte das, also es ist ein Experiment, also daher halte ich es für spannend, ne, so ein Experiment mal zu machen, muss ja auch neue Wege gehen, also daher Respekt, das so durchzuziehen. Ich finde es jetzt für mich kein Weg zu sagen, wir machen jetzt ein Jahr nur Frauen, weil am Ende des Tages, guck mal, warum kommen die Menschen jedes Jahr und kaufen Tickets bei uns? Sie kaufen ja nicht Tickets, weil jetzt Männer oder Frauen auf der Bühne sind. Sie kaufen auch keine Tickets, um Networking zu machen. Sie kaufen auch keine Tickets, um zu saufen abends auf der Party. Klar, das ist eine gute Sache und deswegen machen wir es auch. Aber sie kommen für Wissen. Und es ist ja völlig egal, ob du Wissen von Männern oder von Frauen bekommst. Also das Wissen sollst du von den Leuten bekommen, die es haben. Und der Konferenzveranstalter ist verantwortlich dafür, die Leute zu selektieren, die Wissen vermitteln und die Leute zu deselektieren, die Pitch machen und die Luftpumpe sind. Und das ist mein Job. Und ob das jetzt Männer oder Frauen sind da vorne, also, ja, beides gern. Ja, dann lass uns ein klein bisschen so über Themen reden, die wahrscheinlich auf dem SEO Day vorkommen werden. Ich habe mir eben nochmal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, vielleicht ein paar Themen, die auch schon so den Zenit überschritten haben. Ich sag dir einfach mal ein paar und dann sag du mal irgendwie, ob du es immer noch für spannend hältst oder nicht. Mhm. Page Speed. Absolut. Immer noch eine der absolut wichtigsten Sachen meiner Meinung nach, die ich in jedem Projekt sehe, in das ich mal so reingucke. Also sehr Klassiker, ne? Irgendjemand sagt dir, kannst du was an unserer Seite machen? Das allererste, was du machst, ist bei Website-Tests.com einen tiefen Test. Und bei Google PageSpeed Screenshots. Und also wann hast du mal Screenshots bei irgendjemandem dabei, die über 90% sind oder die generell grün sind, ja, oder über 80%? Eigentlich nie. Und ich glaube, wir können gar nicht aufhören mit dem Thema. Müssen immer weiter sensibilisieren, müssen auch die ITs immer weiter ins Boot holen. Also von daher hat der Bastian bei mir einen Dauerplatz und der macht das so charmant, der erweitert das auch immer und deswegen, seine Vorträge sind noch immer voll. Klar, wenn du jetzt die letzten 2 Jahre seinen Vortrag gesehen hast, dann ist das vielleicht nicht mehr unbedingt das, was du dir jetzt noch reinziehen könntest. Aber wir haben jedes Jahr auf dem SEO Day 35% neue Kunden. Und deswegen, also die wir noch nie vorher hatten. Und deswegen ist das in der SEO Day Timetable der Platz definitiv wert. Und außerdem ist Basti ein geiler Typ. Absolut, klar. Der es geil rüberbringt, ne? Das kommt dazu. Das meine ich. Also ein geiler Speaker. Thema Voice Search. Auch sehr wichtig. Das ist ja noch ganz in den Kinderschuhen. Also ich glaube nicht, dass das über dem Zenit ist. Der gute Nedim, der hat, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, ich sage jetzt mal die Firma nicht, aber eine ziemlich große Firma aus Köln, einen ziemlich großen Shop,
hat er komplett auf dieses Voice-Search-Thema getrimmt und hat mir das mal ein bisschen erklärt beim Mittagessen, wie er das macht. Also ziemlich krass, wo ich dann gesagt habe, puh, okay, also das geht ja jetzt auf ein Level, mit dem ich mich noch gar nicht so richtig beschäftigt habe. Und deswegen freue ich mich auf seinen Vortrag ganz, ganz besonders. Ich habe es ein bisschen geleakt, aber ich hoffe, er mag es mir verzeihen. Thema Mobile und Mobile First? Definitiv. Also ich glaube, das ist immer noch nicht bei vielen angekommen und deswegen müssen wir da auch noch weiter aufklären, dass wir Mobile First, SEO First, Tracking First, all diese Themen immer wieder als Ambitionslevel auch nach oben halten. Und deswegen ist auch das ein dauerhafter Platz bei mir. Wenn du dich jetzt die letzten 3 Jahre schon viel mit Mobile und Responsive und so beschäftigt hast, dann gebe ich dir recht, ist das ein bisschen über den Zenit hinaus, ja. Strukturierte Daten, Markup. Ich glaube, auch das ist so ein Ding, dass, wenn man es sich noch nicht reingezogen hat, sich auf jeden Fall reinziehen muss. Wenn du das schon kennst, weil du jetzt schon 8 Jahre SEO machst oder so, dann nimm einen der beiden anderen Tracks. Okay. Und ich habe mir natürlich noch das leidige Thema DSGVO aufgeschrieben. Das haben wir, glaube ich, dieses Jahr gar nicht drin, ne? Da hatten wir ja einen Privacy Day. Also ich habe jetzt nichts im Kopf. Keiner der Anwälte macht DSGVO. Das haben wir raus. Wie siehst du das Thema? Ist die ganze Aufregung vorbei und alle sind mit dem Ding jetzt durch? Mal gucken, was noch kommt. Also ich habe jetzt keine, außer von Marc Münch, habe ich jetzt keine, der irgendwie 2000 Websites betreibt. Und da auch mit der Art der Websites, die er hat, natürlich DSGVO mäßig sehr angreifbar ist, weil er viel mit Personendaten arbeitet. Habe ich noch von keinem gehört, der da jetzt großen Ärger gehabt hat. Dieser Türke, der da vor 1,5 Monaten die große Abmahnwelle gemacht hat, von dem hat man ja auch nichts mehr gehört. Also ich glaube, dass das ganze DSGVO-Thema auch durch unsere Konferenz haben wir mit beigetragen. Wir haben auch hier bei den Politikern in der IHK, überall haben wir sensibilisiert und getrommelt. Also wirklich, ich persönlich habe sehr emotionale E-Mails an meine Kontakte hier geschickt, weil ich da sehr große Probleme gesehen habe. Und neben mir haben es auch andere gemacht. Also ich glaube, die ganze Branche hat da ganz gut zusammengearbeitet. Und die Frau Merkel hat ja auch noch irgendwie einen Monat oder eine Woche vorher gesagt, sie kippt die ganze DSGVO. Hat sie natürlich nicht gemacht. Aber trotzdem glaube ich, dass sie in ihrem Stab nach unten die Message gegeben hat, haltet mal den Ball flach. Ich habe jetzt keine Lust auf noch ein Problem neben den Flüchtlingen, ja. Und macht mal ganz locker. Und so sieht es ja auch aus. Also ich habe bis jetzt eine CSA-Meldung bekommen, auf die ich auch reagiert habe. Ich konnte alles nachweisen, da kam dann kein Feedback mehr. In meiner Software, die ich nutze, E-Mail-Marketing-mäßig, kann man so eine Information anfordern. Die kriegt man dann automatisiert. Da gab es jetzt auch keinen Ärger. Es haben irgendwie 500 oder 600 Leute gemacht. Da gab es nicht einmal Ärger danach. Also glaube ich, reichten die Informationen. Ich habe ja momentan so ein bisschen Ärger mit so ein paar Anwälten. Von denen hatte mich jetzt auch keiner dahingehend auf den Kicker. Ich glaube, die wissen selber alle gar nicht so richtig, wie das funktioniert oder sind viel zu unsicher, ob sie nicht selber mit ihrer Kanzlei-Website einen Fehler machen. Ne? Das stimmt wahrscheinlich. Jetzt habe ich ein paar Themen genannt. Habe ich noch was Wichtiges vergessen, wo du sagst, da können wir was zu hören auf dem SEO Day diesmal? Ja, Marketplace. Marketplace, Marketplace, Marketplace. Mhm. Also wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gequatscht über das, was ich sonst so mache. Und Marketplace ist wirklich ein Thema, also Amazon und eBay. Das ist für mich ein Riesenthema. Und da würde ich viel tiefer rein dieses Jahr. Und wir haben auch gar nicht über das Thema Linkbuilding gesprochen. Da würde ich dieses Jahr auch nochmal rein. Also das ist für mich ein Dauerthema, aber ich mache es immer noch und es verändert sich schon. Ich wollte gerade schon ein bisschen. Ich wollte gerade nach dem Zenit fragen, ja. Also Linkbuilding, also ich weiß ja, Mr. Whitehead SEO, dass sie kein Linkbuilding machen. Und dass wenn sie für ihre Kunden irgendwas machen, dass das dann alles natürlich und organisch ist. Aber sagen wir mal ehrlich, Linkbuilding muss man schon irgendwo ein bisschen machen. Man muss es halt gut machen. Es darf nicht zu übertrieben sein und gleichzeitig muss es halt irgendwie steuerbar sein, ne? Dass man es halt auch prophezeien kann, welche Links rauskommen. Und davon rede ich jetzt nicht von Mieten oder Kaufen, sondern ich rede halt wirklich von schönen Aktionen und von richtigen Aktionen, die auch bezahlbar sind. Und ich mache das auch und ich mache das auch für meine Websites. Wenn ich das nicht machen würde, würden sie nicht ranken, egal wie viel Content ich mache.
Aber das nächste Thema Content finde ich auch spannend. Wir haben zum Beispiel von einem guten Freund von mir, von dem Julius, der ein ganz, ganz krasses Business hat, und zwar digitalisiert der Bücher. Also beziehungsweise digitalisiert er nicht Bücher, der digitalisiert oder der, die sind schon digitalisiert, der transformiert digitale Inhalte nach Google. Also so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Also da draußen gibt es Tonnen von Daten, die irgendwo rumliegen bei irgendwelchen Verlagen oder von irgendwelchen anderen Companies, die einfach aus Know-how-Gründen, weil sie nicht zum SEO-Day gehen, weil sie keine SEOs haben und so weiter, weil die Technik das alles nicht interessiert, das nicht geöffnet bekommen nach Google. Und der schaut sich diese Fälle an und öffnet die dann. Und der hat, ich will jetzt nichts leaken, aber der hat irgendwie eine, ich glaube, es war Sistrix 1,5 und nach seinem Projekt war es Sistrix 10 oder Sistrix 12 oder sowas. Ich weiß nicht genau. Mhm. Das ist ein reines Content-Ding, was er spielt, ne, mit seiner Technikbude. Und das ist eine ganz, ganz, also da muss ich wirklich sagen, Respekt. Er macht das jetzt schon sehr lange, hat sich in das SEO-Thema eingearbeitet die letzten 6 Jahre, hat sich mal viel mit mir ausgetauscht und konnte ihm ein paar Tipps geben. Aber mittlerweile ist er da auf einem Level unterwegs mit seinem Team, wo ich wirklich sagen, boah, das ist ein krasses Businessmodell, weil das halt einfach skaliert. Ne? Du musst halt die Inhalte nicht schreiben, die sind halt schon da, du musst sie nur enablen. Und ich glaube, das kann vielen nochmal so ein Eye-Opener sein. Also seinen Vortrag empfehle ich. Ich weiß auch nicht, wen ich noch daneben lege. Also da ist noch TBA. Jetzt hatte ich letztes Jahr die große Ehre, John Müller zu moderieren, also der John Müller von Google. Fand ich nett damals. Ich meine, es hat immer so dieses Problem, dass er natürlich trotzdem jetzt das große Ding nicht sagen kann. Mhm. Auch ganz verständlich alles. Jetzt habe ich gesehen, dieses Jahr ist er nicht mehr dabei. Haben wir dafür einen guten Ersatz gefunden? Aber holla, haben wir da einen guten Ersatz vorgefunden. Also der John Miller, weiß nicht, ob der langsam in Rente geht oder müde wird oder so. Er schickt auf jeden Fall jetzt die Jungen ins Rennen. Das hatte ich ja letztes Jahr schon erzählt, wenn du eine Konferenz machst und Google möchte bei dir speaken, dann meldet sich an Taylor. Und dieser Taylor, der arbeitet bei einer Agentur, die von Google dafür beauftragt wird, Konferenzen zu finden, bei denen sie sprechen können. Und dieses Jahr hat der Taylor mich wieder kontaktiert und gefragt, ob er wieder jemanden schicken kann. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich freue mich natürlich, wenn ihr kommt. Und dann hat er gesagt, er schickt jemanden. Und der ist noch nicht auf der Webseite, aber ich kann das schon verraten, wer das ist. Der gute Mann heißt Martin Split und ist Developer, Advokat, Webmaster, Trends, Analyst, Team. Bio, Martin ist Developer, Advokat on the Webmaster Trend Analyst Team at Google Switzerland. In his role, he helps developers and content creators to build great content on the web. Great content on the web. He is involved in the W3C as well as the global web and JavaScript developer community, working to keep the web open. Er ist also Developer und das ist eine ganz neue Zeit, dass Google halt auch mal Leute zu uns schickt, die sich technisch auch nochmal tiefer auskennen. Ne? Ich habe im Vorfeld mit ihm über 1,5 Stunden telefoniert, der Typ ist richtig knackig, also den kannst du mal richtige Technik-Sachen fragen, wo John immer gesagt hat, ja, ich gebe das mal weiter und das muss ich dann klären. Ne? Frag mal nach. Ne? Also da müssen wir im Vorfeld uns richtige Sachen mal ausdenken und auch richtig harte Cases, die er dann da knacken darf für uns. Ne? Okay. Was macht der so grundsätzlich? Also was ist so konkret sein Job bei Google? Also die halten sich da natürlich so ein bisschen zurück. Ne? Also er hat mir ein bisschen was erzählt aus seiner Historie. Also der ist ja schon was länger da bei Google unterwegs, aber möchte jetzt da auch nichts verraten. Also er ist ein Hardcore-Developer. Er kann richtig programmieren. Okay. Sitzt jetzt bei Google. Als ich mit ihm telefoniert habe, war er im Headquarter oben in Hamburg. Und ich denke mal, tritt so ein bisschen in die Fußstapfen von John oder zumindest tritt neben ihm und unterstützt aber mehr so auf diese ganzen technischen Geschichte und durch seine Mitarbeit im W3C und in der JavaScript Developer Community. Also er ist ein Helfer. Ne? Und was wir von Google sehen, sind ja immer die Leute, die helfen und die advisen. Wir sehen ja nicht die Leute, die jetzt, ich sag mal, am Algo programmieren. Oder wir sehen auch nicht die Leute, die weiter unten in irgendwelchen Schichten programmieren.
Aber der ist auf jeden Fall in diesem ganzen Thema Search Konsole sehr tief drin. Und so viel kann ich verraten. Also den abends auf der Party mal zu schnappen, mit ein paar Screenshots, die man sich vielleicht im Vorfeld ausgedrückt hat, kommt auch auf die Party, er trinkt auch, hab ich alles schon abgeklärt. Also ich würde sagen, bereitet euch vor. Ja, okay. So eine Chance gibt es nicht oft. Ich würde ihn wahrscheinlich vor allem mal fragen, warum das mit der neuen Google Search Console eigentlich so lange dauert, weil ich finde es echt mittlerweile, ich finde für so einen Konzern wie Google finde ich es eigentlich relativ peinlich, dass sie so ewig brauchen, um so ein Tool einmal umzubasteln. Hast du da irgendeine Erklärung für? Ja, klar, das hat halt einfach keine hohe Prio, ne? Die Search Console, ich meine, guck mal, was bringt Google die Search Console am Ende des Tages? Also Google macht ja nur Dinge, die ihren Algo verbessern. Und was in der Search Console hilft Google wirklich dabei, bessere Ergebnisse für die Menschen da draußen auszuliefern? Und ich stelle sogar die Behauptung, dadurch, dass die Leute die ganze Sitemap und so da oben hoch submitten können, ist es sogar mehr Rechenleistung für Google. Und ob Google durch eine submittete Sitemap jetzt URLs schneller initiieren kann, die sie vorher noch nicht gefunden haben, mag ich mal eh zu bezweifeln. Also dieses ganze Search Console Ding ist im Grunde genommen nur eine wichtige Sache. Ich habe es ja heute gepostet, für sowas wie, hast du irgendwelche Probleme, ne? Und welche Rankings hast du, auf welchen Positionen, mit welcher CTR und so weiter, um es dann zu verbinden mit Google Analytics. Aber einen richtigen Mehrwert für Google, außer dass vielleicht jetzt jemand eine Penalty hat, der keine haben sollte und kann disavowen, aber auch das ist wieder Arbeit. Also wenn ich mich in die Lage von Google versetze, was gibt es in der Search Console, das mir so wirklich hilft, eine bessere Suchmaschine zu sein? Weiß ich nicht. Gerade so. Ne? Also vielleicht haben da ja Leute in Shownotes irgendwelche Ideen. Und ich glaube, es ist wie in jeder anderen Firma auch. Es gibt halt einfach wichtigere Projekte, die höher priorisiert sind. Und dazu kommt natürlich, dass die Search Console Zugriff auf einen Datentopf hat, der sehr global ist und sehr kompliziert ist. Das heißt, du brauchst Schnittstellen zu dem zentralen Algo-Team, weil an die Daten musst du ja irgendwie ran. Und glaub mir mal, das Algo-Team hat Besseres zu tun, als ein Search Console-Team mit irgendwelchen Daten zu providen, damit irgendwelche SEOs in Deutschland oder auf dem Rest der Welt irgendwas angucken können. Ja, wahrscheinlich ist so es. So meine Erklärung. Okay. Ja, wir haben über den guten Mann von Google gesprochen. Möchtest du noch ein paar Sachen leaken, auf die wir uns freuen können? Über die Messenger Marketing Conference haben wir ja schon gesprochen. Ansonsten bleibt eigentlich alles so, wie es ist. Wir sind in der Disco wieder relativ zentral am Ring. Das heißt, holt euer Hotel zentral. Köln ist ja eh nur 4 Kilometer Durchmesser. Also könnt ihr das Hotel nehmen, wo ihr wollt. Ihr seid in 10 Minuten im Taxi eh abends überall. Ja, ansonsten, der Early Bird ist bald vorbei. Dann wird es teurer. Bewerbt euch noch. Ich habe noch Slots. Ja, das war es eigentlich soweit. Oh, ist doch cool. Ja, dann lass uns zum Ende kommen und ja, nur der große Aufruf da draußen, wann immer oder wenn ihr Zeit habt, am 8., 7. oder 6. November, dann kommt auf jeden Fall nach Köln. Den Links packe ich natürlich, wie versprochen, in die Shownotes. Ja, du, Fabian, ich sag dir, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Ich glaube, was man auf jeden Fall merkt, ist, ich meine, du hattest ja auch so ein bisschen die Abgrenzung gemacht. Es ist halt wirklich so ein Herzblutding für dich. Ne? Es ist halt nicht so ein, gibt es ja auch, okay, ein paar von diesen Konferenzen sind wieder verschwunden, aber es gab ja auch so ein paar Moneymaker-Konferenzen, wo dann halt irgendwelche Leute eine Agenda zusammengekloppt haben, die eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem Thema hatten. Und so war es dann natürlich auch. Und da finde ich es dann manchmal auch schön, ehrlich gesagt, dass solche Formate zum Teil dann auch wieder eingestellt wurden und dass das überbleibt, was halt ja offensichtlich, so wie auch das, was Marco Young macht, auch mit Herzblut einfach funktioniert. Und der guckt sich ja auch jedes Thema an, der ist da ja auch in jedem Thema drin und der heißt ja jetzt mit 5 Jahren CEO-Erfahrung, ist der einfach so erfahren, dass er das halt machen kann und er hat ja auch jetzt nicht da irgendwelche Leute, die ihm das entscheiden. Ne? Also dann finde ich es immer schwierig. Also das ist, meiner Meinung nach, ist das diktatorisch. Muss das laufen. Ja, gut, dann lass uns Schicht machen für heute und ja, ich hoffe, wir sehen uns alle in Köln, oder? Ja, du bist ja dabei.
Genau, ich bin auch dabei. Vielleicht der kurze Werbeblock. Ich weiß gar nicht mehr, ich jetzt nachgucken sollte. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel exakt ist. Irgendwas mit B2B. Ich habe mir mal gedacht, ich mache mal ein Thema, was die anderen nicht machen. Nämlich für diese ganzen langweiligen Mittelständler da draußen, meine ich natürlich jetzt nicht negativ, sondern ja, für die ganzen Maschinenbauer und die ganzen Leute, die halt, ja, vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommen auf Konferenzen, habe ich gedacht, mache ich mal ein Thema. Und gerade weil ich in den ganzen Feedbacks so oder den Umfragen, die wir auch für Sucher da machen, wird das Thema immer wieder genannt. Oh, und das ist ein gutes deswegen, Thema. Ja, hoffe ich, dass es ankommt und dass da auch ein paar Leute sitzen und dass man nicht immer da vor sieben Menschen spricht und sagt so, okay, nie wieder B2B. Also, wer immer B2B ist, auf jeden Fall nach Köln kommen, um das Ganze zu supporten. B2B first. Du, ansonsten nochmal vielen Dank für deine Zeit. Es war wie immer eine Freude. Ich freue mich auf den guten Mann von Google und ja, bis bald. Alright. Ciao. Tschüsschen.